Weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute, tja, wurde ich ein wenig ausgebremst, regelrecht. Es ist Nacht und ich war eigentlich gerade beim Schleppen und habe ich mir gedacht, ach komm, Alter, bevor du jetzt hier in der Nacht vielleicht einfach nichts fängst und dir die ganze Zeit im Kreis fährst, einfach mal hier kurz anlanden an so einer guten alten Stelle, wo der Aal ab und zu auch mal lübt. Rausgeschmissen die Ruten und da testen wir doch ein bisschen. Und wenn da was geht, ist alles schön. Und ansonsten gehen wir gleich wieder schleppen. Tja, und da wird es tatsächlich auch schon wieder hell. Also bisher hier nicht wirklich irgendwas dran gegangen. Es hat vorhin ein bisschen was gezuppelt. So gegen 1 Uhr, 2 Uhr nachts und jetzt haben wir schon gleich 4 Uhr morgens. Jetzt überlege ich natürlich, bleibe ich hier noch ein bisschen. Ich würde sagen, so bis 6 Uhr morgens bleibe ich noch hier. Und dann hocke ich mich gleich direkt wieder ins Gummiboot und bretter los. Denn ich wollte eigentlich hier ein bisschen schleppen. Und wer es vielleicht noch nicht ganz erkannt hat, ich bin hier am Wolcho. Ganz oben, diese kleine Ecke hier. Und hier an diesem kleinen Schniepi, hier werfe ich gerade, hier ist alles das Schilf und hier werfe ich aus. Hier habe ich auch schon eine Aal-Trophy gefangen. Ist ein bisschen was her, aber ich teste es immer mal wieder, wenn ich zufällig in der Nähe bin. Und das ist man ja eigentlich nur dann, wenn man hier gerade am Schleppen ist. Von daher ausprobieren, ob da was geht und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ich mache mich gleich auf die Socken. Es geht auf atlantischen Lachs. Der könnte mal wieder. Ich habe gerade schon ein bisschen getestet. Und man sieht deutlich den Unterschied. Schön zweigeteilt hier. Und zwar kann man sagen, angefangen vom Anleger aus losgebreddert. Schön hier unten rein. Dann hier einmal lang gefahren. Und hier so hoch und dann ging es hier wieder runter. Diese erste Tour sind quasi diese Fische hier. Die Hechte und Barsche. Und kurz bevor es durch die Brücke durchging, bis der erste kleine Atlantische und knapp hinter der Brücke ging es los mit den nächsten atlantischen Lachsen. Ich bin dann hier runter und wieder hoch und habe mir gedacht, komm, ich fahre hier in dem Bereich erstmal oben rum. Ich werde jetzt gleich mich nochmal reinhocken und die gesamte Area hier nochmal abgrasen. Bin da sehr gespannt, ob da nicht doch noch ein bisschen was geht. Also, bisher ein paar schöne Brocken schon dabei. Von, sagen wir mal, 3 bis knapp 9 Kilo schon ein paar schöne atlantische Lachse dabei. Und ich würde sagen, jetzt so gegen kurz vor 6 machen wir uns dann auch wieder auf die Socken. Und brettern dann wieder los. Wir sehen uns gleich auf dem Boot. Einfach einer der geilsten Bereiche hier. Absolut schick gemacht und viel zu wenig beangelt, weil so schwierig zu erreichen. So, ich mache mal den Ton hier vom Boot ein bisschen leiser. Und dann ab geht es. Attacke Vollgas. Richtig geile Hecht-Area hier auch. Wenn ihr Bock habt aufs Hechtangeln, immer mal hier hin brettern, reinhalten. Aber auch da drüben bei dem Totholz auch richtig lohnenswert. Also, legen wir los. Ich gehe wieder on the line sozusagen. Zack, da geht's hin. Und ich rüste meine Ruten aus. Zawack und zadap und raus damit. Auf die 1 und auf die 2. Und die 3. Halt. Sind wir schon im Trolling-Gun-Gang? Sind wir? Wir schleppen schon da runter. Alles klar. Na dann. So. Gehen wir mal eben aufs Set kurz drauf ein. Ungefähr eingestellt sind wir so. Das heißt, relativ dicke Schnur, relativ dickes Set, weil wir natürlich auch auf die richtig dicken Lachse hoffen. Und dementsprechend haben wir auch einen, ich sag mal, saftigen Köder drauf. Gar nicht so übertrieben fett.
einen Dodger Crank 10 SS007. Ja, kann sich schon ganz gut sehen lassen. Knappe, oh, nicht mal 10 cm, aber dafür reicht's. Und wenn man sich die Rekorde anschaut, ist das der, der momentan am wildesten funktioniert, wo auch schon die dicksten Brocken mitgefangen worden sind diese Woche. Und die Woche ist ja noch jung, von daher hoffen wir mal, dass das jetzt noch ein bisschen anhält und die atlantischen Lachse schön reinballern. Hechte nehmen wir natürlich auch alle gerne mit. Gerade mit so einer dicken Schnur ist das ja überhaupt kein Problem. Mit so einem dicken Fluorocarbon einfach mal die Hechte auch mit rauszuziehen. Zwischendurch immer drauf achten, wo man so lang fährt. Im Idealfall immer schön die Rinnen hier mitnehmen. Die tieflaufenden Wobbler, die wollen dann ja schön, die sollen ja nicht den Grund berühren. Und genau, ich werde jetzt hier lang fahren, in die Kurve gehen, runter und dann so ein bisschen im Kreis fahren. Das ist so der Plan. Ich hoffe, das geht auf. Und auch hier natürlich, wie immer, mit der dritten Route, das ist die aktive sozusagen, weit ausgeworfen, je nachdem, was für eine Rolle ihr habt, maximale Einholgeschwindigkeit oder noch mit Shift. Und dann kleine Umdrehung machen. Und ihr seht schon hier, das Twitchen ist sofort schon wieder drin. Einfach die Route hier aktiv nochmal ein bisschen die Fische mit extra Triggern aktiv so ein bisschen führen. Nicht zu schlapp, also die dritte Route, wenn ihr zwei gute Routen habt, sollte die dritte Route nicht die aktive sein. Denn sollte euch bei einer schlechten Route mal irgendwie einen dicker Brocken reinrasseln und ihr seid mit der schlechten Route die ganze Zeit im Drill und dann landet links und rechts auch nochmal jeweils einen Fisch dran, dann braucht ihr schon ewig lange, bis ihr hier die dritte reingekurbelt habt. In der Zwischenzeit könnten die links und rechts vielleicht sogar leer gespult werden, je nachdem, was da reingeht. Von daher, die in der Hand, die Route, die sollte auch immer ein bisschen Power haben, dass ihr da gegebenenfalls auch recht schnell noch was reinziehen könnt mit. So, ich drehe jetzt mal die erste Runde und bin sehr gespannt. Und wo wir hier gerade in der Nähe sind, jetzt machen wir ja hier an allen Ecken und Kanten gerade Zwischenhalt, wo wir hier gerade in der Nähe sind vom Schwarzbrenner, gucken wir mal, ob er noch ein bisschen guten Stoff hat für uns. Brettern wir mal eben hin. Die Ruten lassen wir einfach draußen. So. Ja. Ja, ein bisschen noch. Ah. Jawolski. Alter, hier sind wir beim Schwarzbrenner. Und hier gibt's Lebensmittelgeschäft, Alter. Den bäuerlichen Panic. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch ausverkauft ist zwischendurch. Alter. Panic. Alkohol 40. 40 Volumenprozent, das kann man doch. Das ist doch eine gute Dosis, Alter. Schön ein reinballern. Übelste Qualität. Aufpassen, nicht zu viel davon saufen. Aber so ein paar Pullen kann man sich mal gönnen. Nehmen wir mal 10 Stück. Klar. Alter, ich weiß noch, wie ich mir damals die Huckefolge... Lassen wir das. Weiter geht's auf dem Lachs. Gerade schon wieder einen schön gezogen. Allerdings nur so im Bereich von 4-5 Kilo. Und jetzt geht's weiter. Ich bin hier ganz unten gerade. Wieder ab nach oben. Und da hoffen wir doch mal auf ein bisschen was Dickeres. Also, es scheint tatsächlich hier oben in der Nähe der Brücke ganz gut abzugehen. Zack, nochmal einer mit 2 Kilo. Auch nicht verkehrt. Denn hier ballert es einfach regelmäßig rein. So, was haben wir hier noch? Auch nochmal ein Hecht. Nehme ich natürlich auch gerne alle mit. Warum auch nicht? Die Hechte machen ja auch Bock, auch Kohle. Also, die ruhig alle mitnehmen. Und tatsächlich eher hier so in diesem Bereich ausprobieren. Unten in dem Bereich war es jetzt gar nicht so ergiebig. Zack, hier gerade ausgeworfen. Seht ihr mal. Aber hier in dem Bereich gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man sich hier sogar hinstellen und einfach mal durchziehen hier. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen testen. Einfach mal mit den Ruten einfach mal ein bisschen auswerfen. Und vielleicht manuell hier so ein bisschen
durchjiggen. Vielleicht geht das ja auch. Ein bisschen durchtwitchen. So, es wird auch schon langsam wieder Abend und wir sind auch hier mittlerweile angekommen an der Base, an dem Anleger. Und wir gucken mal rein, ob sich das denn so einigermaßen wenigstens gelohnt hat. Wenn wir uns hier die Lachse und die Hechte so anschauen. Ja, im Großen und Ganzen nach Gewicht sortiert bis zu 8 Kilo. Mehr war nicht drin. In Gänze sind wir hier bei immerhin knapp 200 Silber für einmal über den Seebrettern. Bisschen mehr als eine Stunde jetzt. Wobei ich sagen muss, hier die gesamte Fahrt von hier runter übers 10er Loch, übers 8er Loch, hier ging die ganze Zeit gar nichts. Zwischendurch ist noch ein Barsch reingeballert, aber auch sonst auch nichts. Am lohnendsten zurzeit war tatsächlich hier das 6,5 Meter Loch, beziehungsweise das obere vom 2,5er bis zum 6,5 Meter Loch. Das ist momentan so eine Stelle, wo man sagen kann, bam, da geht was. Zumindest bei mir. Probiert's einfach mal aus. Petri zusammen. Ich mache jetzt hier Kratsching. Nehme die 200 gerne nochmal mit. Und dann geht's nochmal ab auf Aal. Petri.